Willkommen zu einer weiteren Fahrt von Pokémon X Extreme, aber Pokémon Z Extreme Randomizer. Im letzten Mal haben wir das ganze Adventure begonnen mit unseren Bitches hier, nämlich einmal Psycho und einmal Bossrak, unsere beiden Pokémon hier, also ein Mew und ein Glurak. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier noch in diesem Hack alles erwarten wird. Wir sind jetzt im Wunderwald, schöne Alliteration noch am Anfang des Parts direkt drin. Ich will dir meine Lieblingsbands vorspielen, was? Ich will immer zur Stelle, wenn du... Okay, what the... Egal, vergessen wir das. Okay, wir gehören uns auf jeden Fall an den Trank. Der Hack hat auf jeden Fall sehr komisch angefangen, muss ich sagen. Und, Drogentasche, okay. What the... Alter, die bewegen sich nicht mal richtig. Die fliegen einfach über den Boden. Okay. Oh, das ist ein Trainerfight. Warte mal eben, Clickbait. Ich habe da drüben etwas Brutales gerochen. Okay. Was auch immer du da gerochen hast. Sieh mal, was ich gefunden habe, Clickbait. Das schenke ich dir. Riechsalz. Okay. Danke. Kein Problem. Oder so. Egal. Los, Pummel. Auf in den Kampf. Okay, er hat einen Pummel. Ich bezweifle, dass er einen Pummel hat, aber... Kind Jill. Mit Xerneas und Shaman. Wollt ihr mich komplett ficken, Alter? Ich meine, wir sind überlevelt. So, das ist kein Ding. Da habe ich irgendeine Attacke, die... Ja, komm, machen wir einfach so drauf. Aber... Please! Shaman hat einfach gerade mega Entwicklung gemacht. Ich glaub's nicht! Das verdammte Shaman hat gerade einfach eine Mega-Entwicklung gemacht. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Also, wir haben hier gerade einen Shaman gehabt, was sich von seiner Mini-Form in seine etwas größere Form da entwickelt hat. Was ja eigentlich normal ist, wenn zum Beispiel, ich glaube, das war bei Jahreszeitenumschwung, glaube ich. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Dann verändert sich die Form eigentlich. Oder bei Regionsveränderungen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... Er hat es einfach als Mega-Entwicklung eingebaut. Das ist cool. Mega sick, Alter. Boah, krass, ey. Ich komme halt gar nicht drauf, dass er einfach eine Mega-Entwicklung gemacht hat. Heftig, also wirklich heftig. Wirklich heftig. Okay, und jetzt Eiszeit von unserem schönen Glurak auf der Xerneas. Oh. Das bringt leider nicht so viel. Aber die Initiative geht down. Er hat auch Trugtränen. Krass. Unser Glurak hat ja auch schon Trugtränen, aber okay. Geben sie mir ihnen auch mal einen Scheinwerfer und einen Nachthieb. So, passt. Bam. Ah, es geht leider nicht, schade. Oh. Trifft zweimal an. Und ein Volltreffer. Gut, ja, wusste ich jetzt nicht. Ich Idiot. Aber krass, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass einfach ein Shaman hat, was sich einfach mega entwickelt hat. Also darauf komme ich gerade gar nicht klar. Oh mein Gott. Nee, also ich komme wirklich gerade nicht drauf klar. Einfach ein Shaman und das hat sich mega entwickelt. Schreibt gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu. So, wie findet ihr das, wenn sich einfach mal ein Pokémon hier... Oh, Falle. Nee, komm, lass mal. Wenn sich einfach ein Pokémon mega entwickelt, was eigentlich gar keine Mega-Entwicklung hat. Das ist ja... Keep it. Keep it und Wood. Wow, das sind auf jeden Fall coole Bedeutungen. Ja gut, wir haben Jill besiegt, der einfach ein krankes Überteam hatte. Einfach Shaman und Xerneas, zwar underleveled as fuck, aber hey. Oh mein Gott, ey. Und das ist so ein kleiner Kürbs. So ein kleiner Knirps im Wald. Komm nicht drauf klar. Okay. Okay, Voltolas. Wir haben hier direkt am Anfang auf jeden Fall krass viele Legis am Start. Oh, die Mucke ist so heftig. Die Mucke ist so heftig, Leute. Ich hoffe, dass nicht, dass die Krassheit dieses Hacks auch noch über die nächsten paar Arenen auch transportieren kann und nicht nur am Anfang alles krass ist. Das wäre ein bisschen schade. Mm, aber hey, ich feiere es auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Ein Metagross, Alter. Wollen wir... Nee, wir fangen es nicht, wir fangen es nicht. Wir hauen einfach wieder einen Scheinwerfer rauf. Aber unsere Scheinwerfer geben bald den Geist auf. Wir haben jetzt den letzten AP auf Scheinwerfer und den opfern wir jetzt mit Metagross. Ja.
War vielleicht nicht die beste Idee, aber hey, jetzt haben die Trainer weniger Scheinwerfer. Ich hoffe mal, dass wir die auch so besiegen können. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Was hat er gesagt? Was hast du gesagt, Bruder? Hier. Oh, er hat mir einen Pokéball gegeben, als ob. Krass, wusste ich gar nicht, dass es mir einfach so einen Pokéball gibt. Ja, auch cool. Ich hoffe, dein Team hat keine Angst vor Umwässer, denn gleich hagelt es Blitze. Alles klar. Haut er hier direkt einen Front raus. Ich glaube schon, dass ich, okay, tomorrow. Ich glaube schon, dass ich besiegen kann. Ich meine, ich habe eben einen fucking Mega Shaman und einen Xerneas besiegt. Und Alter, das sieht auch ziemlich krass aus, dieser Tomorrow. Du Läuterfeuer. Wie viel Damage macht das? Boah, es killt. Wundervoll. Das bringt mich doch zum Lächeln, wenn das Ding die ganze Zeit killt. Ist zwar jetzt erst noch ein bisschen easy. Ich hoffe, das wird ein bisschen schwieriger in den nächsten paar Parts. Also, dass wir auch wirklich auf anspruchsvollere Gegner treffen. Aber hey, bisher ist es einfach durchchillen, ein bisschen angucken den Hack. Ich weiß auch nicht, ob ich den zu 100% spielen werde. Schreibt das gerne in die Kommentare. Also immer, wenn ihr das Video gut bewertet, auch in den Kommentaren viel coolen Stuff schreibt oder auch Kritik äußert meinetwegen, ist korrekt. Dann wird es natürlich immer weitergehen mit dem Projekt. Je mehr Bock ihr drauf habt, desto mehr Bock habe auch ich auf das Projekt. So müsst ihr das aussehen. Ist das noch ein weiteres Digimon? Ja, ich habe ein weiteres Digimon. Ich müsste sogar einen Pikachu fangen. Ja, ich glaube nicht, dass du hier in den Wald einen Pikachu bekommst, aber ist okay. Versuch's einfach weiter. Irgendwann wirst du bestimmt einen Pikachu bekommen. Ist kein Ding. Wir sind schon am Ende des Waldes. Okay. Kommt jetzt noch ein Kampf oder sowas? Nee, oder? Weil ich würde einfach gerne ins Pokémon Center gehen, weil, ja, I don't know. Ich würde gerne meine Pokémon einfach aufheilen. Oder, okay, alle sind hier. Nach Hyon City. Okay. Was ist das für eine Anspielung? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind ja noch nicht in der Stadt. Wir sind jetzt noch auf der Route, ne? Der Kinderfahrt. Route 3. Sag doch mal, was habt ihr denn jetzt alles so vor? Leute, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich zur nächsten Arena direkt begeben würde. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part, aber wahrscheinlich im nächsten Part. Das wird auf jeden Fall krass. So, er möchte zum Unterwäschemodel Logan Paul gehen. Ja, ja. Gut, Fotos holen von ihm. Abenteuerfibel. Okay, krass. Sextoys-Tasche, okay. Wir haben einen Drugbeutel, wir haben eine Sextoys. Wir haben eigentlich alles, was man so im Leben braucht, oder? What the fuck? Ich komm nicht drauf klar, Leute. Ich komme nicht drauf klar. Okay, nächster Trainer. Meine Mama sagt immer, einen Gruß muss man mit einem Kampf erwidern. Wenn ich jetzt so Hallo sage, bockst du mir dann in die Fresse, oder was? Digga. Du bist aber echt ein. Er hat schon wieder ein Shaman. Aeroptrix und Shaman. Also, wir werden wahrscheinlich gleich wieder eine Mega-Entwicklung sehen. Aber ist okay. Aeroptrix sehe ich jetzt in dem Fall direkt mal. Deswegen ist es auf Level 1 okay. Also, Aeroptrix wird direkt sterben, das ist klar. Prachtfeder lässt die Mega entwickeln. Krass. Das ist heftig, ey. Das ist ziemlich heftig. Mega-Shaman, ey. Ich komme nicht drauf klar. Ich komm wirklich nicht drauf klar, dass einfach hier ein Mega-Shaman am Start ist. Alter. Ich bin gespannt, ob er echt mehrere Pokémon eingebracht haben. Hat die jetzt noch eine Mega-Entwicklung haben. Das wäre echt ziemlich cool. Das würde ich mega feiern. So, Bossfight Level 8 mittlerweile. Level 9 sogar schon. So. Läuterfeuer. Let's go. Ja, das Ding ist easy down. Ich meine, Läuterfeuer ist schon eine krasse Attacke. Das Ding ist auf Level 1, also... Das hat hier komplett nichts zu melden. Ja, und wir besiegen ihn. Easy peasy. So, ich würde sagen, gleich zum nächsten Trainer. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht jeder dritte Trainer irgendwie zwei Pokémon hat und davon eins ein Shaman ist. Wäre ziemlich schade, weil, ja, ich weiß nicht, das nimmt irgendwie so ein bisschen die Spannung raus. Suicune. Okay. In Grau. Oh, sieht auch heftig aus. Ich finde es schade, dass wir gerade so viele, legendäre Pokémon sehen. Das könnte ein bisschen weniger werden, Bro. Das ist immer so als Kritik hier an den Hackersteller. Weil too much ist nie gut. Ja, sonst. An sich gefällt mir der Hack, aber könnte auf jeden Fall noch interessant werden. So, Psycho erreicht Level 15. Easy. Und Ecke wurde besiegt. Die Vorschülerin. Den Haspiror. Nice. Haben wir noch weitere Trainer hier? Ich glaube, ja, ne? Oh, da kam gerade ein Rollerfahrer. Ein Rollerfahrer ist gut und was geht?
Okay, wollen wir jetzt zusammen Hüse studieren, hat er gefragt. Ist das jetzt so ein neuer Anspruch so? Jo, was geht? Hast du vielleicht Bock, irgendwie zusammen Hüte zu studieren oder so? What the fuck, Alter? Also, ich würde... Leute, wenn ihr mal auf der Street seid, ein bisschen Spaß habt und lustig drauf seid, macht doch gerne mal ein Video, wie ihr Mädchen anspricht und oder wenn ihr als Mädchen einen Jungen anspricht und ihr einfach mal fragt, so, ey, Bruder, Schwester, hast du Bock, mal zusammen ein bisschen Hüte zu studieren? I don't know, also, ich habe keine Ahnung, was der Boy sich dabei dachte, aber, nee, ich möchte ungern mit dir Hüte studieren. Und die haben mega down, nice. Nice. René. Weibliches René. Überleg dir das nochmal. Ich würde vielleicht ein bisschen was an dem Satzbau ändern. Vielleicht auch die Fragestellung nochmal ein bisschen anders formulieren. Und dann könnte es vielleicht das nächste Mal klappen, ja. Versuch's einfach immer wieder. Irgendwann wirst du schon einen finden, der darauf anspringt. Okay. Oh, nächster Trainer. Hat er auch einen nice Anmachspruch? Nee. Er redet über Pokémon-Attacken. Schüler York mit Fiaro. Fiaro ist ein krasses Pokémon. Oh, der sieht immer noch genauso aus wie dem anderen. Hey, krass. Daran kann ich mich noch erinnern, dass Fiaro so aussieht. Oh Gott, ich habe nur noch Drachenklaue und Groot am Start. Das ist gar nicht gut. Aber die Pokémon sind eh nur Level 2 und ich bin schon übertriebenst overlevelt. Weil die geben halt ziemlich viele Erfahrungspunkte, weil sie halt in der letzten Entwicklungsstufe alle sind gerade. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch bald mal andere Pokémon fangen und mit denen halt eher spielen. Oh, aber Gaga. Das sieht auch krass aus. So, okay, let's go. Nochmal Drachenklaue. Oh, ist das keine Wirkung? Das ist gar nicht gut. Quetschgriff. Okay, macht aber auch keinen Damage. Glut. Vielleicht bringt das ja was. Wahrscheinlich auch nicht so viel, oder? Oh, doch. Effektiv. Krass. Ist das so ein Typ ein Psycho oder so? Ja, doch. Es muss Psycho sein, ja. Oder Geist? Kampf? Psycho-Geist? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Für nächstes, okay. Drachenklaue. Ich wollte gerade schon wieder auf Leiterfeuer gehen, aber haben wir ja gar nicht mehr. Und das ist dein letztes Pokémon. Für nächstes ist down. Easy peasy. Nächstes ist aber auch so ein krasses Pokémon. Habe ich ziemlich gefeiert bei X und Y. Genauso wie Quajutsu. Quajutsu natürlich noch ein bisschen mehr, aber für nächstes war schon ein krasses Pokémon, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr. Ja, easy, Leute. Easy. So. Gut, dann, ja, der möchte eh nicht kämpfen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in Hyun City ins Pokémon Center und heilen meine Runde. Und ich glaube, bis zum nächsten Mal werde ich auch ein bisschen mein Outfit... Ist es da ein Pokémon jetzt im Tresen? Ist es da ein Pumpkin? Really? Ich meine, okay. Wieso nicht? Also, ein Urbis ist okay, aber what the fuck. Egal. Bis zum nächsten Mal werde ich ein bisschen mein Outfit hier ändern im Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns... beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Euer Sonne mit Pokémon Z Extreme Randomizer. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.